Salve und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, Verbesserungsvorschläge, was könnte man besser machen in dem Spiel, wo sehe ich einen Mehrwert, was hat mich gestört. Einfach mal ein random Video, ich werde es kategorisieren, euch unten wieder Abschnitte geben, könnt euch das anschauen, was euch interessiert, meine Vorschläge, meine Ideen, meine Kritik, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Der Chat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss das Spiel so oft neu starten. 3-4 Mal Minimum, um den Chat wiederzusehen. Das kann es einfach nicht sein, dass ein Chat in einem Spiel nicht funktioniert. Und dann, dass ich in den Kingdom Chat von meinem Start, also 291, habe, wenn ich im Start bin und dann aber nicht mehr in den Königreich-Chat von Eden schreiben kann. Es gibt doch so viele Reiter, dass man einfach hier oben sagt, Eden, State, Alliance and Guild. Warum kriegt man das nicht hin? Wieso kriegt man das nicht hin und dass er funktioniert, dass man mit den Leuten schreiben kann? Ich werde ab und zu verlinkt. Ich kriege als Nachrichten, ich sehe sie nicht. Ich muss das Spiel neu starten und dann steht wieder dran, bitte warten oder Chat neu laden, indem dass ich Spiel neu starte. Wie oft soll ich das dann noch tun? Ich tue es am Tag mindestens 20 Mal. Bitte fixt den Chat. Nächster Vorschlag. Hier oben wäre zum Beispiel gut, wenn man in der Ansicht, hier in der Ecke, seinen Namen hätte, damit man sieht, in welchem Account man aktuell drin ist. Oft ist es so, dass man Farm-Accounts hat und da wäre so eine Übersicht ganz interessant, mit welchem Account ich gerade drin bin. Eden, Kacheln. Es könnte so einfach sein, dass man hier einfach auf die Kacheln geht und hier hinten dran ein Schloss hat, wo ich das sperren kann, damit ich nicht aus Versehen diese Kachel lösche, weil ich zum Beispiel an einem Gebäude bin, das vielleicht in 2-3 Tagen eingenommen wird, oder zum Beispiel, da will ich mir einen Teleporter bauen, einfach ein Schloss, wo ich das hinten dran machen kann und eine Anzeige, wie viel Kilometer ich von dieser Kachel aktuell, da wo ich stehe, entfernt bin. Das würde schon enorm helfen, eine Übersicht über die aktuellen Kacheln zu haben. Sperren und Ansicht, wie weit ist die Kachel entfernt. Bei den Kacheln sollte die Funktion gegeben sein, dass ein R4 oder R5 auch bestimmte Kacheln oder beziehungsweise allgemein Kacheln von Mitspielern entfernen darf. Wenn sie zum Beispiel falsch gelegen sind oder es kritisch wird, dass durch diese Kachel irgendwas passiert, sollte eine bestimmte Anzahl pro Tag an Kacheln durch Führungskräfte entfernt werden dürfen. Und es würde enorm helfen. Gerade in Problemen, wenn einer einen Teleporter baut, geht schlafen, der ist komplett falsch, blockiert dadurch 1 oder 2 Leute, dass man das entfernen kann. Das wäre eine super Sache. Kachelfarben wären Eden mit Fraktionen. Wir haben hier 4 Fraktionen. Wir haben, ich würde es jetzt mal rot nennen, wir haben grün, wir haben orange und wir haben blau. Dass alle Fraktionen, die diesen 4 Seiten sind, sollten zumindest mal diesen Farbton haben. Das heißt, dass die blauen, hellblau, dunkelblau, weiß ich wie viele Fraktionen es da dann gibt. Man kann ja diese Farbpalette anpassen, so viele Fraktionen wie es da gibt. Und die roten zum Beispiel auch und die gegnerischen Kacheln, also die, was man wirklich als Feind wahrnimmt, sieht man ja dann automatisch, ja, die anderen Fraktionen sind ja eigentlich deine Feinde und wenn du siehst, oh, gelbe Kacheln, oh, mit denen sind wir befreundet, dann lasse ich die Finger von den gelben Kacheln. Wenn ich weiß, mit den grünen habe ich ein Problem, ja, dann kann ich alle grünen Kacheln nehmen. Das wäre zum Beispiel eine Option, die definitiv eingeführt werden muss, um dieses Kachelwirrwarr an jeder möglichen Stelle aufzulösen, dass ich weiß, was muss ich angreifen und was nicht. Das ist auf jeden Fall mal nur rot, Feind, ja,
Klar kann man das so machen, aber woher weiß ich dann wieder, wo meine nächsten Freunde sind oder wo kommt. Also es ist ziemlich, ziemlich doof. Man sollte wirklich alle vier Fraktionen farblich trennen, damit man weiß, oh, die Kacheln gehört zu denen oder zu denen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Der Homefile, der hier oben in der Ecke sitzt, ja. Bitte, bitte entfernt ihn wieder. Wie oft will man etwas angreifen und kommt dann auf diesen Pfeil und ist wieder in seiner Burg? Ja, ich will irgendwo was machen, hier, zack, bin ich wieder da. Der Homepfeil muss weg. Absolut keine Diskussionsgrundlage. Bitte entfernt den Homepfeil. Bitte, bitte, bitte. Oder setzt ihn irgendwo hin, wo er fest oder starr ist, dass ich weiß, wenn ich jetzt hier drauf drücke, ja, also über dem Geschenk beispielsweise oder hier bei Bauen. Ja, wenn ich da drauf drücke, dass ich dann hinkomme, wann ich es möchte. Und nicht, dass er hier mit rumwandert, wo ich dann plötzlich drauf bin. Bitte entfernt die Monster-Notifications, die hier oben durchlaufen. Kein Mensch interessiert, ob irgendwer XY auf der Map irgendein Monster getötet hat. Bitte entfernt diese Meldung. Es wird eh schon zu viel andauernd gemeldet. Ja, bitte, wenn ihr schon dabei seid. Entfernt eure andauernden Informationen hier mit dem Rekrutierungsticket. Ihr habt 908 Dislikes. Die Leute wollen diese Nachrichten nicht andauernd von euch. Hier 762. Ihr seid grundsätzlich im Minus bei euren Tickets. Ja, 800. Die Leute wollen diese Nachrichten nicht mehr. Hört auf, andauernd dafür Werbung zu machen. Ich bitte euch. Spielzeit. Die Spielzeit wird aktuell so künstlich hochgezogen. Es dauert so viel, um bestimmte Dinge zu tun, zu erledigen, anzuklicken, nur damit man im Spiel bleibt. Nur als Beispiel, ne, warum kann das nicht automatisch? Hier unten steht automatische Allianzhilfe, aber funktionieren tut es nicht. Wieso muss ich hier andauernd draufdrücken, wenn ich jemand helfen möchte? Die Geschenke. Ein Klick abholen. Warum können die nicht einfach zugestellt werden? Wieso muss ich die andauernd holen? Wieso kann ich die nicht in meiner Inbox haben? Ja, man ist den ganzen Tag nur beschäftigt, irgendwelche Dinge zu tun. Man kommt gar nicht irgendwie zu anderen Sachen. Ja, man ist nur beschäftigt, die Spielzeit in diesem Spiel hochzuhalten. Da muss dringend was gemacht werden. Es ist viel zu viel Zeit, die flöten geht für Dinge, die erledigt werden müssen. Die Performance beim Angreifen bzw. allgemein auf den Endgeräten. Es ist furchtbar. Durch diese Animationen, die jede Burg mittlerweile hat, fängt es ab und zu an zu lecken. Ja, also ich komme manchmal gar nicht richtig rein. Die Animation stockt. Ja, also wenn man jetzt sieht, wie lange das gerade gedauert hat, bis ich jetzt wieder rein bin. Ja, jetzt hat es gerade wieder gehangen. Das ist live. Ich habe jetzt hier das iPhone aktuell gespiegelt, ja, um es extra zu zeigen, wie es am Handy ist. Es ist unfassbar, diese Performance, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wie oft es irgendwo hängt, wenn ich dann mich irgendwo hin teleporten möchte. Es hängt so, ja, also das sind die besten Beispiele. Ich hänge am Strom, ich bin in meinem WLAN. Ich verstehe es nicht, warum es immer mehr Animationen gibt, statt Probleme gefixt werden. Ja, es ist unspielbar ein Kill-Event, weil ich gar nicht springen kann. Es hängt, bis ich ausgewählt habe. Es funktioniert einfach nicht mehr. Die Performance-Probleme sind unfassbar. Und der Datenverbrauch unterwegs steigt extrem. Das war vorher nicht so. Da sollte man unbedingt danach schauen, was da schiefgelaufen ist. Das wäre jetzt auf jeden Fall mal wichtig, dass die Performance wieder oder dass man diese Animationen von den Burgen deaktivieren kann. Ja, die können ja noch so schön sein. Mir würde lang, wenn die Burg ganz normal aussieht und die Kuppel weiter animiert wird oder die Kuppel so dargestellt wird, wie sie jetzt aktuell mit Eden dargestellt wird, wenn jemand in Eden ist. So viel dazu. So, Thema Teleporter. Ich habe es schon vorgeschlagen. Im Discord, im offiziellen von Rise of Empires. Ich habe auch extrem viel Likes bekommen, über 100. Ich habe vorgeschlagen, dass diese Account-Verbindung
Blättchen basierend so angezeigt werden. Ja, woher weiß ich jetzt, dass diese drei einer Person gehen? Klar, ich muss draufgehen, nochmal draufgehen und nochmal draufgehen. So, jetzt weiß ich, die zwei gehören ihm, ja, und das ist jemand anders. So, kann ich jetzt das nehmen, ja, oder wollte er eigentlich einen Teleporter bauen? Man sollte die Möglichkeit haben, dass wenn die Kachel gesetzt wird, dass da ein Symbol angezeigt wird, zum Beispiel ein Stern. Ja? Dann setze ich hier noch eine Kachel, auch mit einem Stern. Dann sieht einer, oh, da hat einer schon zwei Sterne gesetzt, also seine Kacheln mit diesem Symbol. Es ist gar nicht wichtig, wer es ist, sondern einfach nur, dass es schon markiert ist, dass jeder sieht, ah, das ist eine Kachel vom Casey oder beziehungsweise das ist die Kachel vom Stern. Ah, da liegt nochmal eine Kachel vom Stern, da ist auch wieder der Typ mit dem Stern. Ja? Man kann ja dann immer noch draufklicken, aber die erste Ansicht sollte eigentlich sein, wem gehört die Kachel? Oder es wird von dem Spieler das Foto genommen und es ist eine Fotopflicht, also eine Iconpflicht, man kann sich ja irgendwas raussuchen. Ja? Es muss auf jeden Fall klar sein, dass wenn die Kacheln gelegt werden, dass man sieht, oh, da ist schon einer, bitte nicht noch eine Kachel. Wir kennen alle das Kachelchaos zum Beispiel am Tempel, ja, wie es dann so ist. Wer weiß denn hier noch, wem welche Kachel gehört? Ja. Die Eventanzeige. Aktuell ist ein bisschen harmloser, wie es die letzten Tage war, aber hier oben hatten wir extrem viele Symbole, die uns den kompletten Bildschirm zugemüllt haben. Hier an der Seite, ja, diese ganzen Symbole, die wir haben mit den Angeboten und mit den Einwanderungswerbung, dann mit unseren Vorteilszentrum und den ganzen. Es ist zu viel. Die müllen die komplette Startseite voll, dass man gar nirgends mehr hinklicken kann, ohne irgendwo reinzukommen, wo man gar nicht will. Es ist unfassbar nervig, diese ganzen übertriebenen Events und Anzeigen und wie viel, ja, hier, dass ich 4 Stunden Zeit habe, um mir das Paket zu kaufen. Ich möchte es mir nicht kaufen. Hiermit erledigt. Ich möchte, dass dieses Icon dann nicht mehr da ist. Werbung. Ihr werdet nur drauf getrimmt, zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen. Es nervt so arg. Die Eden-Karte sollte einsehbar sein, auch wenn man in seinem eigenen Heimatstaat ist, um zu sehen, wann kommen die nächsten Ziele, wo sind die nächsten Ziele, bin ich da in der Nähe oder nicht. Es funktioniert aber nicht. Ich muss erst in Eden rein, um die wirkliche Übersicht zu bekommen. Und das kann nicht sein. Es sollte auch die Möglichkeit geben für die Leute, die Eden planen, die aktuelle Eden-Karte, so wie sie ist, als PDF zu exportieren, damit man sie irgendwo bearbeiten kann, Sachen einzeichnen etc., um ein bisschen strategisch auch was planen zu können. Es ist enorm schwer für R4, R5 bestimmte Sachen zu planen, wo man angreift, wie man Weg legt und so weiter. Das wäre enorm hilfreich, eine PDF-Export von der aktuellen Eden-Map, so wie sie in dem Moment ist, wenn ich sie exportiere. Eine Funktion, dass nach Eden in der Tally Week die Statistik auch als Excel oder PDF exportiert werden kann, damit die Vergabe der Awards viel einfacher fällt, um zu sehen, okay, hier jenes, ich habe hier den Namen, er hat so und so viel an den Gebäuden Schaden gemacht, er hat so viel gekachelt, er hat so viel Burgen angegriffen etc. Bitte ermöglicht es, eine Liste zu exportieren als PDF oder als Excel, damit man es lesen kann, damit man viel besser die Gewinne ausschütten kann. Pay-to-Win-Helden. Es gibt Helden, die bekommt ihr nur gegen Geld. Entwickler sagen in Rezensionen oder in Erfahrungsberichten, dieses Spiel ist kein Pay-to-Win. Wieso bekomme ich dann diesen Charakter nur gegen Geld? Ich habe noch kein einziges Puzzleteil. Ich habe noch kein einziges Kopie, weil er Geld kostet. Er kostet Geld. Ja, es gab Cleopatra, wo man ein paar Sachen bekommen konnte, Kopien. Ja, wir haben auch hier unseren Alfred, aber jetzt kommt wieder der tolle Spaß. Alfred wird dann speziell unterteilt, ja, dass ich hier freischalten muss. Moment.
hier mit einer, vier habe ich Medaillen und dann muss ich hier hinten wieder zwei investieren, damit ich ihn hochleveln kann. Und das sind nur diese, also ich habe fünf Fragmente und wo haben wir ihn, Alfred? Wo ist sein Gesicht? Bin ich an ihm schon vorbei? Wo ist Alfred? Hier. 105 von 200. Ich hätte ihn, also ich war kurz davor, ihn fünfmal zu bekommen. Und ich glaube, man braucht 33 Kopien oder sowas war's, ohne Geld zu investieren. Rein nur durch diese Sachen. Und es gibt keinen in dem ganzen Spiel, der ihn bekommen hat, nur durch die freien, durch die freie Möglichkeit, ohne Geld zu investieren. Wieder ein Pay-to-Win-Held. Und das ist unter aller Sau, weil diese zwei Helden, also beziehungsweise diese drei Helden, ja, wir reden hier von Cleopatra und Arthur, sind wirklich die zwei stärksten Helden in den Kombinationen, wahrscheinlich bald auch mit Alfred. Und es funktioniert nur, wenn ihr Geld investiert habt, ja. Legionen-Einstellungen. Ich hätte gern die Möglichkeit, Legionen festzulegen und hier oben einfach drauf zu drücken. Zack. Und dann kann ich sagen, Dropdown, Legion 1 oder Legion 2 mit einem Bild hier unten statt Streitkräfte, Helden, Helden-Kombos. Die bastel ich und dann kann ich die einfügen. Komplett meine drei Helden. Ich kann sie hier einfügen. Zack, meine Helden. Genauso wie ich es mit der Rüstung kann. Ja. Lager. Set entfernen, möchte ich das auch mit meinen Helden-Kombos. Ich möchte die verschiedenen Kombos auswählen können, wie ich es möchte. Und ich möchte einen Vorschlag haben, welche Kombos stark sind. Ja, das wäre etwas, was Zeit sparen würde. Dann kann ich einfach die Kombo von der ersten Legion in die zweite setzen, muss nicht jeden Held einzeln runterziehen. Helden-Kombo-Profil-Auswahlliste. So, das war's mit dem Video. Falls ihr Ideen habt, Vorschläge, bitte schreibt sie in die Kommentare. Schaut, dass ihr das Video vielleicht ein bisschen teilt. Weiß ich, im offiziellen Discord, in den Allianzen. Sie sollen doch einfach mal drunter schreiben, was sie denken, egal in welcher Sprache. In YouTube kann man mittlerweile übersetzen. Auch mein Video sollte eigentlich, ich habe echt extra geschaut, dass ich ein bisschen Hochdeutsch spreche, damit man das auch gut übersetzen kann ins Englische oder sonst wo. Das funktioniert eigentlich relativ gut bei YouTube. Manchmal versteht man ja den Kontext, wenn auch der Satz vielleicht nicht ganz 100% passt. Ich würde mich über ein Abo freuen, über ein Like, über eure Meinung. Das ist mir wirklich sehr wichtig, was ihr darüber auch denkt. Vielleicht erreicht es auch irgendwann die Entwickler, dass sie wissen, dass sie eigentlich aktuell auf dem Holzweg sind. Ich wünsche euch was.